Servus zu einer neuen Aufnahme Drakensang am Fluss der Zeit. Wieder mit dem DLC, immer noch mit dem DLC Felesens Geheimnis. Wir sind zurück in Naduret und haben das letzte Mal die Kämpfe gemacht. Das Einzige, was wir noch haben, ist gegen Arena-Meister antreten. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, ich werde es einmal probieren. Und dann haben wir noch ein paar Nebenquesten, die wir bekommen haben oder bekommen könnten. Und dazu müsste ich einmal hier ein paar Sachen. Na, wollt ihr wetten? Auf mich, Meister. Ich freue mich, dass ihr die Herausforderung nicht scheut. Ich messe meine Kräfte mit euch, sobald ihr den Einsatz von 15... Ich freue mich sehr auf diesen Kampf. Zeigt mir euer Können. Haltet euch nicht zurück. Werde euch schon nicht schonen. So, Kangroscha, so macht man das. Mach erst mal einen Wuchtschlag. Der wird eh nicht sofort reagieren, dass wir direkt eins draufkriegen. Möge der Bessere gewinnen. Enttäuscht mich nicht. Zeigt euer Können. Ich hätte mehr von dir erwartet. Halt die Klappe. Kangroscha! So macht man das! Ja, auch noch mal einen zaufen. Hier ist über die Rückhand! Damit rechnen sie nicht! Dass du dich für sowas hergeben musst. Ich hätte mehr von dir erwartet. Es ist okay. Ich war nur zu blöd. Dass ich auf Schild und Parade verzichtet habe. Ja, ja, ist okay. Wir lassen uns gleich nochmal heilen, probieren es gleich nochmal aus. Yes. Du hast genau das, was ich haben will. Seid gegrüßt. Danke, wir probieren es nochmal aus. Das kann ich mir gerade so leisten. Na, wollt ihr wetten? Ich freue mich. So. Lasst mich sehen, ob ihr seit unserem letzten Kampf dazugelernt habt. Möge der Bessere gewinnen. Kangroscha! So macht man das! Ja. Probier's über die Rückhand! Damit rechnen sie nicht! Enttäuscht mich nicht! Zeigt euer Können! Dass du dich für sowas hergeben musst. Ich hätte mehr von dir erwartet. Der ist ein bisschen stark. Ist okay, es war ein Versuch wert. Zweimal, selbst so kriegen wir es nicht hin. Da müssen wir ein bisschen üben. Ihr seid gut. Ich bin beeindruckt. Aber um mich zu schlagen, braucht es mehr. Ist okay. War der letzte Kampf schon hart. Brauchen wir nicht. Wir haben aktuell die noch nicht angenommene Nebenquests aktuell. Einmal müssen wir zum Müller-Dinkel fein. Da gibt es wieder Ungeziefer. Oder zum Bohrengeweihten für den Leichenschmaus in Naduret. Das heißt, wir probieren mal kurz den Müller hinzukriegen. Ich glaube, das war der im... Ja, ihr werdet sehen gleich. Der hier unten auf der Karte.
Vielleicht hätte auch die Rüstung was gebracht. Ich weiß es nicht. Okay. Ja? Oder hat's eine Gruftassel? Ja. Stern! Allein die beiden sind Hammer. Ja. Hier drauf. Ei. Hier drauf. Euch beiden dreh ich um. Ja. Ei. Eola. Gruftassel Augen. Gut. Dann kommt der nächste angerollt. Ja. Ei. Ja. Ei. Wird gemacht. Was? Aber sicher. Alleine schaffe ich das niemals. Alleine schaffe ich das. Sie sind einfach überall. Überall! Womit habe ich das nur verdient? Wovon sprecht ihr? Ungeziefer! Meine Mühle wird von riesigen Asseln heim. Oh, habt ihr sie auf dem Weg hierher nicht gesehen? Die ganze Mühle haben sie in Beschlag genommen. Ich traue mich gar nicht mehr auf mein eigenes Hab und Gut. Sie Armer. Tut mir leid, aber ich habe keine Asseln gesehen. Wo ihr gerade hier seid, könntet ihr euch dieser Plage nicht annehmen. Ihr seht so aus, als würde euch so schnell nichts schrecken. Und ich habe niemanden, an den ich mich sonst wenden könnte. Wäre mein Vergnügen. Oh, bei dem Gerechten. Was soll ich nur tun? Ja. Jagd drauf. Ja. Jagd drauf und zur Sicherheit Jagd drauf. Fulminictus! Was? Ungeziefer aktualisiert. Gruftassel Augenklopp wollte der auch noch haben. Wir haben alle besiegt. Reden. Ach, ihr seid es. Konntet ihr schon etwas gegen die Asseln ausrichten?
4 Asseln waren schnell beseitigt. Was? Nur 4 Asseln? Entschuldigt, aber das hätte ich auch ohne Hilfe geschafft. Du sollst ja dankbarer sein. Aber ich bin doch dankbar für eure Mühen. Allerdings sind noch viel mehr Asseln auf dem Hof. Einige brauchen etwas länger, um aus ihren Löchern zu krabbeln. Ihr müsst euch genau umschauen und etwas abwarten. Dann gehe ich nochmal zurück. Nochmal 4. Ja? Ja. Was? Stern. Fulminictus. Wird gemacht. Aber sicher. Ei. Ja. Stern. Was? Ja. Bei Angros Spark! Ja? Gut. Wird gemacht. Ich mach das schon. Nummer 4. Ja? Ja! Ja. Na? Ich gehe schon mal. Ja? Du gehst bitte wieder auf deinen Triff zurück. Bevor du irgendwas Blödes machst. Ja? Gut. Ei? Fulminictus! Jag mal drauf. Ja. Bei Angros Spark! Ja? Ei! Bleib da. Was? Bleib auf. Da. Ei? Hallo? Kuano? Den. Auf ja! Den. Ja? Ich mach das schon. Aber sicher.
Ja. Was? Was? Ja? Wird gemacht. So, kann auch sein, dass es von der Tochter gekommen ist. Was? Ja! Der Müll hier, ruft Asseln. Was? Ja. Ja? Aber sicher. Ja? Angriff! Ja! Stern. Ei. Gut. Ja. Ei. Aber sicher. Clarum purum. Ich mach das schon. Was? Ja. Stern. Was? Gemacht. Na? Angriff! Ja? Aber sicher. Ja. 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 Dahin? Stern. Ja. Ich mach das schon. Ulalalala. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, was willst du jetzt noch mit Ungeziefer? Vernichtet ungerichtete Müller, vernichtet noch mehr Ungeziefer, bricht den Müll noch einmal. Riecht es seltsam süßlich. Bestimmt lockt dieser Geruch aus dem Fass die Asseln an. Schauen wir, was da drin ist. Ah, jetzt Sattle. Flasche mit seltener Flüssigkeit. Ja, so. Das ist unser Alchemist.
Also wir haben es erledigt. Ach, ihr seid es. Konntet ihr schon etwas gegen die Asseln ausrichten? Ja, hoffentlich. Jawohl. Oh, wenn ihr wüsstet, wie sehr mich das freut. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Ich frage mich nur, was dieses Viehzeug angelockt hat. Haben wir auch. Ich habe dieses Fläschchen gefunden. Zeigt her. Bitte sehr. Das sieht aber merkwürdig aus. Von mir ist das nicht. Ob das ein Köder ist? Aber wer sollte so etwas tun? Deine Tochter. Vielleicht soll man herausfinden, was genau ein Fläschchen ist. Eine ausgezeichnete Idee. Sagt, könntet ihr euch nicht ein wenig bei den Händlern in Nadoret umhören? Die Alchemistin Auralie weiß vielleicht, was dies ist. Ja, gut möglich. Probieren wir mal mit Kaokuano ein bisschen was zu machen. Nun, ihr müsstet ja nur mit Händlern sprechen, die auch Tränke und Tinkturen im Angebot haben. Aber ich verstehe schon. Könnten euch diese 3 Dukaten eventuell umstimmen? So, dann einmal. Ganz kurz nochmal rein, fragt den Müll aus dem Fläschchen. Sammeln Informationen zu der Flüssigkeit. Wir hören uns einfach mal um. Werft das. Bitte sehr. Nehmt euch ruhig ein wenig Zeit. Nee, nix da. Du bietest Herr Reine, an. Was führt euch zu mir? Handel, Heilkünste, Hammer. Herr, was führt euch zu mir? Den tun wir gleich befragen. Wir gehen einmal kurz hier runter noch. Vielleicht weiß unsere liebe Herr Otto. Wollt ihr einen Blick auf meine neuesten Waren werfen? Ganz frisch reingekommen. Greift zu, solange noch was da ist. Ich bin auf der Suche nach einer gewissen Information. Es geht um dieses Fläschchen hier. Lasst mich mal sehen. Na, das stammt doch aus meinem Sortiment. Das erkenne ich sofort. Beste Qualität. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Doch gewusst, dass er hier ist. Was ist genau für ein Mittel? Dieses Wundermittel findet Anwendung, wenn ihr eurem Nachbarn eins auswischen wollt. Träufelt es in seinen Keller und schon bald wimmelt es bei ihm von Asseln. Könnt ihr euch zufällig daran erinnern, wem ihr es verkauft habt? Natürlich. Aber im Moment komme ich nicht drauf. Merkwürdig. Vielleicht helfen ein paar Münzen auf die Sprünge einschüchtern. So. Ihr kommt nicht drauf. Da fällt mir ein, ich wollte euch doch schon mal ein Stadtwache darüber informieren, was sie hier für zweifelhafte Waren vertreibt. Halt, redet nicht weiter. Gerade wird die Erinnerung wieder klarer. Vor ein paar Tagen hat ein junges Mädchen dieses Mittel bei mir gekauft. Bäuerliche Kleidung, braunes Haar, Sommersprossen. Mehr weiß ich wirklich nicht mehr. Ja. Schau an.
Wie gut euer Gedächtnis funktioniert hat. Danke. Wollt ihr sonst noch etwas? Der krumme Otto hat alles, was das Herz begehrt. Schaut euch nur um. Alles rund ums tote Tier gibt's wie immer nur bei mir. Möbensporen. Aufwärts werden ohne zu wachsen. Setzt man sie jedoch in ein Gewässer aus, versorgen sie sich mit Nahrung. Man könnte es aus dem Wesen, die alles in der Nähe als Beute betrachten und leicht in einen Fressrausch geraten. Muss ich jetzt nicht haben. Vielleicht später die Amöbensporen. Alles rund ums tote Tier gibt's wie immer nur bei mir. Kostbaranische Artefakte aufgetaucht. Seltene Kunstgegenstände offenbar gestohlen. Der Nadoretta Anzeiger oder ein aventurischen Buch. Hier bitte, eine druckfrische Ausgabe des Anzeigers. Modisches für die Gesellschaft. Feste Kleidung für das Abenteuer. Alles hier bei mir. Wir haben die Kröte noch. Frau Krisköte wieder. Gestern kam zum Fischenfall am großen Fluss unweit des Treidelpfades nach Ferdok. Wie uns Reisbericht küsst ein junges, unerfahrenes Mädchen eine der dort heimischen Trollkröten. Das junge Ding verspürte danach ein irrsinniges Brennen und wäre fast gestorben. Wäre nicht ein paar Abenteuer zur Stelle gewesen, Schmerzen lindern zu verleihen und sie zu retten. Später, von uns befragt, erzählte uns das arme Kind eine gar absonderliche Geschichte, warum sie die Kröte geküsst habe. Einen dunklen Kutten gewandter, gewandter Reisender hatte ihr erzählt, wenn sie die Kröte küssen würde, dann würde sich diesen einen verwunschten Prinzen zurückverwandeln. Dass an solche Geschichte auch nicht der geringste Funken Wahrheit sein kann, wissen wir. Dennoch verderben sie die Jugend und bergen Gefahren in sich. Wir können nur hoffen, dass den dunklen, gewandeten Fremden in Zukunft selbst die eine oder andere Legende plagen möge. Den hatte ich für gekauft, wo ihr nicht dabei wart. Korrespondenten aus der gesamten Region berichten unseren seltsamen Gegenständen, die derzeit in vielen bei vielen Händlern auftauchen. Es handelt sich hierbei um seltene Artefakte aus dem Alten Reich, die ihnen zumindest von unbekannten Abenteuern verkauft wurden. Aufgetaucht sind antike Statuen, Münzen, wundervolle Gewandfibeln, antike Waffen und sogar die ein oder andere noch intakte Vase. Selbst von einem magischen Rezept wird gemunkelt, das große Macht besitzen soll. Woher die Artefakte allerdings stammen, ist nicht nur zu mutmaßen. Höchstwahrscheinlich aber stammen sie aus einer Reihe feinsäuberlich geplanter Einbrüche und Überfällen. Bürger Kosch gibt, habt ein paar Sachen verkauft. Das tun wir noch anwenden. Dann haben wir. Ja. Ich weiß. Beim Herrn Alberans, dass man solche Tagediebe überhaupt auf den Parkplatz lässt. Wir fragen hier nochmal nach, ob es was sein kann. Was kann Auralia, die Alchemistin? Ja. Nein. Nein. Was? Wird gemacht. Nehmen wir mit. Gut. Kopf bekommen. Nicht, dass noch weiter Alkohol sollst. Ja. Aber sicher. Emblem des Ostens. Ich muss mal nachschauen, was das für einen Teil macht. Zeichen der Macht stimme ich ein. Ich muss da mal nachschauen. Also erstmal gehen wir hier hin. Gib dem Müller weitere Informationen ab. Es war seine Tochter, die einfach weg wollte. Von der Mühle. Das hätte ich auch so sagen können, ohne dass ich da.
irgendwie Gefahr komme, dass da was schief läuft. Ihr kommt aus der Stadt, oder? Habt ihr etwas über das Fläschchen herausgefunden? Ich habe tatsächlich einige interessante Details herausgefunden. Bitte spannt mich nicht auf die Folter. Was ist es? Nun, die Flüssigkeit war tatsächlich ein Lockstoff für Asseln. Oh nein, aber wer tut so etwas? Die Käuferin war angeblich eine junge Bäuerin mit dunklen Haaren und Sommersprossen. Deine Tochter. Dunkle Haare und Sommersprossen? Seid ihr da ganz sicher? Habt ihr euch nicht verhört? Wie kommst du darauf? Was habt ihr denn auf einmal? Beim Gerechten. Diese Beschreibung passt auf meine Tochter. Berisa, was hast du nur angerichtet? Was könnte sie zu dieser Tat veranlasst haben? Ach, wir haben uns neulich wegen einer Kleinigkeit mal wieder ganz schrecklich in die Haare bekommen. Das Mädchen ist immer so hitzköpfig. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich mit dir machen soll. Macht euch keine Sorgen, in einem bestimmten Alter sind sie immer etwas schwierig. Ja, wem sagt ihr das? Am besten ich lasse meine Frau mal mit dir reden. Die hat in solchen Dingen einfach mehr Fingerspitzengefühl. Gute Idee. Euch danke ich zumindest von Herzen für eure Hilfe. Hier, nehmt diesen Ring als Geschenk. Er war eigentlich für Berisa gedacht, aber in Anbetracht der Umstände schenke ich ihn lieber euch. Gehabt euch wohl und viel Glück auf euren Reisen. Hab Dank und viel Erfolg bei der Lösung eurer Familienprobleme. Zur Strafe kann Berisa erstmal die ganzen Asselkadaver wegräumen. Na, warte, Mädchen, wenn ich dich in die Finger kriege. So, wir gehen jetzt aber einmal auf die andere Seite von Nadorit. Natürlich mit Schnellreise. Und zwar müssen wir eigentlich hier hin. Da ist das nächstgelegene hier. Da ist nichts. Gehen wir mal runter, mal schauen, was jetzt los ist. Da haben wir einen Borngeweihten, endlich. An die Quest kann ich mich noch erinnern. Das war eine der letzten, die ich gemacht habe damals. Was zum... Müsst ihr euch denn so anschleichen? Für einen Moment dachte ich schon... Hallo, Zwerg, ich trample, ich schleiche nicht. Dachtet ihr was? Also, in den letzten Nächten wurden immer wieder Gräber geschändet, die Särge waren ausgegraben und geöffnet und die Leichen, die nicht verschwunden waren, wiesen Bisswunden auf, als hätte etwas davon gefressen. Habt ihr dann eine Idee, was es gewesen sein könnte? Ein wildes Tier vielleicht? Nein, nein. Seit längerem schon beschleicht mich eine dunkle Ahnung. Seht ihr die Gruft dort? Dort ist die Familie eines Adelsgeschlechts aus der Entstehungszeit Nadorets zur letzten Ruhe gebettet. Okay. In letzter Zeit glaubte ich immer wieder, Geräusche aus ihrem Inneren zu vernehmen. Doch wenn ich verharrte, um zu horchen, war nichts mehr zu hören. Ich sage euch, irgendetwas Schreckliches lauert dort. Wenn euch das so sehr besorgt, warum habt ihr dann nicht einfach nachgesehen? Die Zwölfe bewahre, nein. Auch wenn ich ein Diener Borons sein mag, so verfüge ich doch nicht über die Möglichkeiten, die nötig sind, um mich solchen Dingen zu stellen. Ich dachte da vielmehr an euch.
Na, wenn es weiter nichts ist, ich jedenfalls habe keine Angst. Muss ich etwas Bestimmtes beachten? Könnte ich erst nachdenken. Auf bald. Nö. Das will ich wohl meinen. Seinerzeit wurde vom Familienoberhaupt verfügt, dass die Gruft mit Fallen und etlichen Schlössern zu sichern sei. Um sicherzustellen, dass deren Ruhe niemals gestört würde. Um hineinzukommen, benötigt man diesen Schlüssel. Er wird seit jeher von Boron-Geweihten zu Boron-Geweihten weitergegeben. Ihn braucht ihr, um weiter in die Gruft vorzudringen. Mehr weiß ich leider nicht. Okay. Ich werde schon noch rausfinden, was mit dem Schlüssel auf sich hat. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Naja, vielleicht wird ja alles wieder gut. Ich habe neulich in der Taverne einen Mann getroffen, der sagte, mit Elfenbausch... So, wir wollen hier auf jeden Fall... Hilfreiche Tatze! Ja, kann nicht... Ja? ...unwichtig sein. Armer Trutz! Dass wir das hier haben. Was? Die Wahrheit der Finsternis. Du glaubst, mit einem Schlüssel allein könntest du diesen Weg erschließen? Du glaubst, das Licht, das du mit dir bringst und das dir die Feuerschalen spenden, kann dich sehen machen? Dann irrst du. Trage weiter deinen hellen Schein mit dir. Wirst du jemals die Wahrheit begreifen, wie die in Finsternis ist, noch wirst du den Weg erkennen, wenn sie dir weist. Habe ich überhaupt noch Fackeln drin? Oder habe ich alle Fackeln rausgeschmissen? Blöde. Na? Handpfeil. Habe alle Fackeln rausgeschmissen. Na super. Auf! Was ist das für eine seltsame Tür? Das ist bestimmt eine Art Rätsel. Ei! Balsam Salabunde! Ja. Schon erledigt. Balsam Salabunde. Ich habe wahrscheinlich hier ein kleines Problem. Ich habe vergessen. Hätte ich doch Fackeln mitnehmen sollen. Ihr seid zurück. Konntet ihr ergründen, welche finsteren Dinge in der Gruft vor sich gehen? Bitte müssen wir nochmal gedulden, bevor ich esse. Ich mache mich wieder auf den Weg. Der nächstgelegene Punkt ist hier. Da ist wurscht, warum. Ich muss auf jeden Fall hinter zum Hafen. Guano.
habe alle Fackeln reingelegt. Himmelswillen. Nee. Ulmenholz. Goldring. Ja. Kugel vergessen, ja, ist gut. Das kommt weg, das. Was? Geh mal ganz kurz durch, Schleifstein weg, Handschmeichler weg. Weg. So, und dann müssen wir einmal kurz vorkrimmen. Vielleicht kriegen wir hier, oder war das drüben bei Quano in der Kiste? Ich weiß es nicht mehr. Was sind die Fackeln? Eine hierhin. Hierhin. Ja. Eine hierhin. Was? Und eine hierhin. Hey. Das klappt so nicht. Ich kann im Dunkeln genauso gut sehen wie du, Vorgriff. Ja, weiß ich doch. Feier uns. Diese Tür ist offen. So, wie laufe ich jetzt? Ja, rechte Handregel. Aua. Ei.
Wer hat Ring des Wassers Feiris? Ring der Erholung, Ring der Natur. Balsam Salabunde. Ich wüsste woher. Also ich kann machen, was ich will. Regenwetter ist schön und gut, aber... Oder habt ihr da hinten einen Krampf? Ja? Ledermäuse. Ah, shit. Ja? Ja? Nee, nee. Was? Wird gemacht. Mahnende Statue. Welche mahnende Statue? Ja. Ja. Ule. Drei Stück. Ja. Na? Auf den vorderen. Angriff! Und du auf den linken. Ja. Du machst also uns mal hier ein schönes Teil rein. Ach, wie schnell. Was? Hoho! Yeah! Ei! Was? Bei Angriff!
Wie wär's, wenn ihr mal selbstständig angreift? Wir haben nichts dabei, ist okay. Ja. Ja. Boah, es ist ja wirklich nichts. Nein, ich nehme das ganze Zeug mit. Vergesst es. Die nächsten Ghule. Gut. Ja. Ja. Iris. Mattelauge auf dich. Plus auf dich. War ihr Heldenauge. Wie blöd muss man sein? Ja. Du darfst kämpfen, wie ihr wollt. Was? Iris wechselt wieder zurück zum Magierstab. Packt er den rein. Ja. Komm, komm! Ja. Ich kann machen, was ich will, aber hilfreiche Tatze, Riesenkrabbe, Riesenskorpion, Stachelkröte, Schröter. Das sind die Sachen halt, die da wirklich geil sind. Aber der Schwarzbär aktuell. Obwohl der Rüstungsschutz besser ist, bessere Attackewerte. Aktuell habe ich den 11er und 9, bin ich gerade überlegen. Schlechtere Lebenspunkte. Attacke ist aktuell besser. Der Attackewert ist zwar schlechter, aber dafür besser Rüstungsschutz. Bleibt bei dem jetzt. Wir gehen wieder schön brav zurück. Ja. Was? Ich hatte mich bewegt, es war ein Fehler. Ja. Ei. Hilfreiche Katze. Mann, in der Statue, nein, ist nicht. Ja, komm.
Manchmal ist es besser, man sieht es nicht. Ja, da steht hier. Zweiter Ghoul. Dritter Ghoul. Okay. Weiter da rein. Ja? Was? Was? Nichts, ist okay. Scheinender Sarkophag mit Abbild von des Verstorbenen. Dahin sind sie nochmal dran. Ei. Armer Trutz. Schau, dieses Loch in der Wand. Da müssen diese Scheuße alle her sein. Mhm. Eigentlich sollte ich hier nochmal durchgehen, hier nochmal links schauen und dann nochmal da gehen. Ganz schnell mal zurück. Attacke. Das da. Ja. Was? Eures Attacke auf den hier. Na?
Du hast einen Rauschzug, dann mach Attack auf den. Ja. Komm, gezielten komm. Strich. Gleich. So, wir sind jetzt wieder am Anfang, genau. Wie immer die Feuerfalle. Machen, was ich will, aber der Ring ist halt richtig hart. Ja. Gehen wir noch weiter durch. So, aber das war's. Das war's jetzt erstmal für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.